their tank. Your what? I'm calling this Plan F. F for fuck it. Okay. Ich sitze in einem Panzer auf einem fahrenden Zug irgendwo in der Wüste und schieße auf Hubschrauber. Next time, build a smaller train. Das ist Saints Row 2022. 16 Jahre nach dem Xbox 360-exklusiven Debüt haut eine neue Truppe von Saints ordentlich auf den Putz. Und immer dann, wenn sie es richtig krachen lassen, ist das neue Saints Row auch ein fantastisches Actionspiel. Wenn ich hingegen schon den 10. Giftmülltransporter durch die riesige Open World fahre, um ihn halbwegs sicher zur illegalen Deponie zu bringen, muss ich wirklich fragen, Volition, ihr hattet doch 4,5 Saints-Spiele und ich zähle jetzt mal Get Out of Hell nur als halbe Spielzeit, um zu lernen, wo der Sweet Spot zwischen Story-Missionen und Open World Grind liegt. Wie könnt ihr denn jetzt so daneben hauen? There, out of the prison. And how will you get out of the canyon? To the left. Which is taking us back to the prison. Shit! Tatsächlich hat der Saints Row Reboot nämlich jede Menge unterhaltsame Spielelemente. Nur muss man meist ein großes Aber hinterher schießen. Dieses Video wird euch präsentiert von Manscaped. Die Experten für Männerpflege liefern euch mit dem Performance Package 4.0 das Komplettpaket aus Rasierer, Nasenhaartrimmer und Bodypflege mit beruhigender Aloe Vera Wirkung. Der wasserdichte Lawnmower 4.0 sorgt mit SkinSafe-Technologie für die richtige Sommertrimmung und unterstützt euch sogar mit integrierter Beleuchtung bei der Rasur. Außerdem gibt's neben dem Weed Whacker Ohren- und Nasenhaartrimmer und den Support-Produkten für Pflege und Duft auch noch reibungsmindernde Boxershorts und einen praktischen Kulturbeutel als Geschenk dazu. Die Lieferung ist natürlich kostenlos und mit dem Codewort GAMESTAR gibt's bei der Bestellung nochmal 20% Rabatt obendrauf. Die Open World selbst ist beispielsweise sehr detailreich gestaltet und auch abwechslungsreich. Zum ersten Mal in der Serie gibt es um die eigentlichen Stadtzentren herum auch noch ein riesiges Umland, wo es tolle Verfolgungsjagden und auch jede Menge kleine Geheimnisse zum Entdecken gibt. Die individuellen Stadtviertel unterscheiden sich deutlich voneinander und stecken voller kultureller Details, die man zum Beispiel auch fotografieren muss oder wo es stellenweise sogar richtige Audioguides zu historischen Hotspots gibt. Did you know, the Lakeshore Financial District was once a dank fetid swamp. Mit solchen Elementen lädt das Spiel anfangs, aber auch später immer wieder zum Entdecken ein und dazu auch mal abseits der ausgetretenen Wege nach interessanten oder kuriosen Locations zu suchen, wie dieser Bar hier irgendwo im Nirgendwo. Hinzu kommt, dass viele der ersten Nebenaufgaben wirklich dazu motivieren, die unterschiedlichen Regionen der Open World zumindest mal kurz zu besuchen. Ich hatte nach den ersten Kampagnenmissionen nämlich erstmal ein paar Nebenaufträge gemacht, bei denen ich mit einem Hubschrauber per Magnet bestimmte Gegenstände klauen sollte und einige der Querfeldein-Offroad-Kurierfahrten, die natürlich größtenteils im Umland stattfinden. Außerdem soll man anfangs jede Menge spezielle Fahrzeuge klauen, die natürlich auch über die komplette Karte verstreut sind. Und da das in den ersten Spielstunden passiert und man noch in diesem Oh-ich-will-alles-mal-sehen-Modus ist, fühlt sich's auch noch nicht wie Grind an. Überhaupt gehörten die ersten Stunden zu den besten, die ich mit Saints Row hatte. Jetzt mal von der einen Stunde abgesehen, die ich im Editor verbracht habe, nur um am Ende eine ziemlich normale Figur zu bauen. Man kann da total ausrasten, das ist einfach nicht meins. Trotzdem habe ich am Ende fast 60 Minuten gebraucht, bis ich meinen Charakter, ich habe mich hier für eine Frau entschieden, die ich steuere, zusammengebaut hatte. Ihr könnt das aber später auch noch während des laufenden Spiels alles ändern. Technologically advanced weapons, loose morals, and a culture of conflict. Now let's take a step through each of those letters. Why are you watching that now? That's the orientation video. I know what it is. Why are you watching it now? Well, I mean, we're about to be shot at, so I figured it couldn't hurt to brush up on our healthcare package. Im eigentlichen Spiel angekommen, geht's gleich mit einer fetzigen Action-Mission los, die natürlich auch ein paar Saints-typisch übertriebene Sequenzen bietet. I got it. I'm good with these. But that's not... You are damn lucky we don't have time to argue.
Hier wird dann auch schnell klar, dass das Gameplay wieder sehr arcade-lastig ist. Aber das war es in der Serie schon immer. Saints Row hat nie versucht, realistisch zu sein oder zumindest ansatzweise Realismus reinzubringen, wie zum Beispiel GTA mit der Trägheit der Charaktere, die sich immer noch so ein bisschen nachbewegen, wenn man aufhört, sie in irgendeine Richtung zu steuern. Die Steuerung bei Saints Row hingegen ist sehr direkt und die Action eskaliert gerne. Das gilt übrigens auch für die Fahrzeuge, mit denen man diesmal aber auf Knopfdruck auch bestimmte Rammanöver auslösen kann oder die sich besonders gut zum Driften eignen. Und auch hier eskaliert das Geschehen, besonders wenn man mit der neuen Abschleppfunktion andere Fahrzeuge oder auch mal ein Kunstwerk hinter sich herzieht. Es gibt zwar kein Riesendildo mehr als Nahkampfwaffe und auch die Dubstep-Gun, die sogar Autos zum Tanzen brachte, ist diesmal nicht dabei, aber man kann durchaus immer noch ein paar Spezialwaffen freischalten, zum Beispiel eine Art Football, der Gegner durch die Luft düsen lässt, egal ob es jetzt Menschen oder Autos sind. Hold on. I just got word that Marshall's on their way. Is there any tech we didn't steal from Marshall? Sure, but it's all in pre-pro. Then how about another field test? Let's do it. Aber klar, gerade verglichen mit Saints Row 4, wo es Außerirdische und Superkräfte gab, ist das hier alles ein bisschen geerdeter. Schließlich ist das neue Saints Row ein Reboot und erzählt die Entstehungsgeschichte dieser kriminellen Organisation. Und die beginnt in einer WG, wo vier Freunde die Nase voll von ihren Arbeitgebern und ihren anderen kriminellen Gangs haben und beschließen, ihr eigenes Imperium zu errichten. Dieses Setup zusammen mit den Figuren und vor allem dem allerersten Ankündigungstrailer im letzten Jahr hatten schon lange vor dem Release des Spiels für reichlich Kritik gesorgt. Die Sorge vor allem vieler alteingesessener Fans war, dass dieses neue Spiel zu hipstermäßig, zu möchtegern woke wird. Und zumindest da kann ich Entwarnungen geben. Man kann diese neuen Figuren mögen oder nicht mögen, aber man kann Saints Row nicht vorwerfen, dass es besonders woke sein will. Die Figuren mögen manchmal ein bisschen albern wirken, wie Kev, der einfach kein T-Shirt anziehen will oder stellenweise ein bisschen eindimensional rüberkommen, aber das ist im schlimmsten Fall schlechtes Writing, mehr nicht. Und es gibt zum Ausgleich dazu auch Szenen, die einem diese vier Figuren unheimlich sympathisch rüberkommen lassen. Eine der überhaupt besten Missionsketten im ganzen Spiel ist ein Live-Action-Rollenspiel, das draußen in der Wüste stattfindet und so eine Art Mischung aus Game of Thrones und Mad Max ist und bei dem sich die einzelnen Teammitglieder anfangs nicht ganz sicher sind, ob sie da wirklich Bock drauf haben und die sich dann immer mehr begeistern und darin aufgehen und selbst das Gameplay wird darauf ein bisschen angepasst. Zum Beispiel gibt es eine Schleichmission, in der einfach gesagt wird, ja, wenn jetzt eine Figur die Arme vor der Brust kreuzt, dann ist sie unsichtbar, egal ob die anderen Mitspieler sie sehen oder nicht. So kann man also von hinten Stealth-Kills ausführen, ohne dass es ein richtiges Stealth-System gibt. Hey, I can be stealthy. That's why I dug out my old Marshall uniform, to blend in. I'm like a total stealth pro. Seriously? You used a hand grenade to open a bottle of beer. That was one time. Solche Szenen sind irre charmant und absolut Saints Row. Und deshalb bin ich auch nicht bereit, auf den Hate-Train aufzuspringen, der da aktuell durch den Internetbahnhof rauscht. So schlecht ist das neue Saints Row nun auch nicht. Aber es hat natürlich Probleme, hatte ich ja anfangs gesagt. Auf jede Stärke folgt ein großes Aber. Die Open World zum Beispiel. Die ist schön gestaltet, aber sieht nicht immer schön aus. Weil zum Beispiel selbst auf dem PC in den höchsten Einstellungen viele Umgebungsdetails und gerade die Schatten so spät eingeblendet werden, dass sie eigentlich immer nur so 10 bis 15 Meter vor der eigenen Spielfigur in maximalen Details angezeigt werden und dann auch wirklich gut aussehen. Ich hoffe, dass sich da nach dem Release durch Mods vielleicht noch was drehen lässt, denn eigentlich könnte das Spiel deutlich besser aussehen und zumindest auf modernen High-End-Systemen ist auch noch genug Performance-Reserve übrig, dass man hier ein bisschen die Details nach oben schrauben könnte. Aber die Kritik trifft jetzt natürlich nur die Optik. Es gibt aber auch noch eine inhaltliche, denn ja, die unterschiedlichen Gebiete sind abwechslungsreich gestaltet. Die Story nutzt viele davon aber gar nicht. Es gibt einen kompletten Bereich, der Las Vegas nachgebaut ist, mit Casinos und allem drum und dran. Und hier finden eigentlich nur Nebenaufgaben statt. Und die sind ziemlich generisch. Die sind zwar auch manchmal mit ein bisschen Vertonung versehen, aber sie könnten überall und sie finden auch überall in der Open World in gleicher Form statt.
Aber wo ist denn bitte die aufwendige Casino-Heist-Mission, die ich bei so einer Region erwartet hätte? Da lässt Saints Row einfach zu viel liegen und versucht es dann durch die jetzt schon oft erwähnten Nebenaufgaben auszugleichen. Und nichts gegen solche Beschäftigungsmissionen, das hat jedes Open-World-Spiel, es ist auch zu einem gewissen Grad okay. Ja. Nur hier nimmt es Überhand. Wir sollen ja die ganze Stadt nach und nach erobern, können verschiedene kriminelle Geschäfte in den einzelnen Stadtbezirken hochziehen, müssen dann jeweils Missionen dafür erfüllen und manche sind richtig cool. Die ganze LARP-Missionskette ist an so eine kriminelle Unternehmung gekoppelt und es gibt auch eine Unternehmung, wo wir experimentelle Gadgets oder Waffen ausprobieren sollen. Das macht Spaß. Hier sind wir mit einem Hoverboard unterwegs und müssen Fahrzeuge crashen. Ausgerechnet diese abwechslungsreichen Unternehmungen sind aber ziemlich kurz. Davon gibt es zum Beispiel nur 3 Einsätze. Das blöde Giftmülllasterfahren müssen wir 13 Mal machen. Da stimmt doch was vom Balancing nicht. Und dann sind auch noch Story-Missionen an den Fortschritt in diesen Nebenaufgaben geknüpft. Also erst wenn wir davon genug gemacht haben, können wir die Hauptkampagne weiter voranbringen. Und das ist eigentlich eine Stelle, wo bei jedem Entwickler die Alarmsirenen losgehen müssten, dass hier was nicht stimmt. Das ist einfach völlig überholtes, altmodisches Gameplay-Design. Es war damals schlecht, es ist jetzt noch viel schlechter, weil wir es schon viel zu oft in Open-World-Spielen gemacht haben. Während man also das Gameplay, also das Rumlaufen, das Rumfahren, Fliegen, Schießen, Spezialfähigkeiten einsetzen, durchaus noch als Oldschool feiern kann, kommt das große Aber beim Missionsdesign abseits der Hauptkampagne, denn das ist schlichtweg altbacken. Die eigentlichen Story-Missionen hingegen sind zwar auch nicht wesentlich innovativer, allerdings gleichen sie es oft durch interessante Level-Umgebungen oder einfach genug Tamtam aus. Halb so viel Beschäftigungstherapie und doppelt so viele Hauptmissionen, das wäre hier der Weg gewesen. Ach so, natürlich wäre es auch cool gewesen, wenn man das Spiel vielleicht fertig entwickelt hätte, bevor es auf den Markt kommt, denn in unserer Testversion gab es noch jede Menge kleine Kinderkrankheiten. Alle Probleme ließen sich zwar mit einem Neustart des Spiels lösen, beispielsweise wenn bestimmte KI-Figuren nicht das gemacht haben, was sie hätten machen sollen, oder Missionstriggerpunkte einfach nicht ausgelöst wurden oder einfach auch Ladezeiten unendlich liefen, musste ein Neustart her. Kein Weltuntergang, aber nervig. Und es passt natürlich zum durchwachsenen Gesamteindruck, den das ganze Spiel jetzt zum Release hinterlässt. Aber auch da wieder ein großes Aber, diesmal in die positive Richtung. Trotz der ganzen Kritikpunkte für neue Story-Missionen würde ich sofort in diese Open World zurückkehren. Und es sind ja auch schon 3 DLC-Erweiterungen angekündigt. Bin sehr gespannt, was da alles mit drin sein wird. Es soll wohl auch neue Regionen geben. Und wenn bis dahin die Bugs gefixt sind und vielleicht auch die Grafikoptionen ein bisschen ausgebaut werden, hätte ich kein Problem, dem Spiel nochmal eine neue Chance zu geben. Bis dahin kann ich Saints Row aktuell nur Oldschool-Open-World-Fans empfehlen, die kein Problem mit ein bisschen Grind haben und auch über den ein oder anderen Fehler hinwegsehen können. I don't know where this is going, but it sounds like my kind of stupid.